So, nach der Kälte der letzten Tage wird es jetzt Frühling. Es ist endgültig Zeit für aufs Velo. Ich habe meinen Flyer hier bei Schildin und in den Frühlingsservice gebracht. Der ist jetzt parat, den kann ich jetzt reichen. Hallo! Hallo! Salut! Ja. Ciao! So, ist das Velo parat? Tipptopp, alles in Ordnung. Was ist das Wichtigste im Frühling, dass mein Velo mit tipptopp zu Wege ist? Was hast du jetzt so gemacht? Ich habe einen kleinen Service gemacht, Kette abgeputzt, geschmiert, Kränze abgeputzt, geschmiert, Leerläufe geputzt, geschmiert, die Lager kontrolliert alle, die Schaltung eingestellt, die Bremsen nachgestellt. Bei dir musste ich sogar die Bremsbeläge wechseln und die Bremsscheibe. Okay. Aber sonst ist alles tipptopp. Also das läuft um wie geschmiert, buchstäblich. Da kannst du Vollgas geben. Da kann ich voll, jetzt fällt es noch an dem, was rettet. Jetzt muss ich auch trainieren. Nein, der Akku ist voll. Akku voll, der hilft auch noch, genau. Also, Zweiradzentrum Innerkirchen, Schild Martin hat mein Velo tipptopp zu Weg gemacht. Jetzt kann ich trainieren für den 9. Juni. Da haben wir Termin, unser regionales Event. Brienz Oberhasli, der erste Fahrabtag, wo wir von Gappen bis auf Brienz fahren. Du wirst oder wie sie mit deinem Servicebus. Ich hoffe, recht viele Leute kommen, gell? Dass wir irgendwie eine grosse Schar von zwei Rädern sind, die hier unterwegs sind. Darum jetzt auch dieser kurze Werbespot. Was ist denn so das Wichtigste, wenn man sich vorbereitet auf eine Velosaison aus deiner Sicht? Ja, sicher schauen, dass das Velo tipptopp ist. Das Bremsen vor allem geben. Eben, das Velogeschäft, Kontrolle machen. Pumpe, Schlift. Pumpe, ja, schon gut. Aber auch, Event nehme ich sicher etwas Pumpe mit und etwas Reserve schleichle ich. Kette zu holen. An dem fällt es nicht. Leute haben es gehört. Wir sind parat am 9. Juni. Velo parat. Ich hoffe, ihr alle auch. Kommt zahlreich. Und eben, falls nötig, das Velo noch wegmachen oder lädt es wegmachen. Und dann sehen wir uns alle am 9. Juni. Vormittags um 9 Uhr zu Gatmen oder schon vorher zusammen nur hinfahren und dann einen schönen Tag zusammen verbringen. Merci Thilo für deinen Service. Ja. Und bis dann. Ja. Ciao. Ciao. Und noch das Velo. Merci. Ja. Ja.